Ja, hier ist eure Melanie. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier, dass ihr dabei seid und hier mir zuschaut bei dem Orakel, was sind die nächsten Schritte deines Herzensmenschen in deine Richtung. Gucken wir also mal heute, was sich so tut oder was sich so getan hat und was er jetzt, er oder sie vorhat. Ihr wisst ja immer, allgemeines Kollektiv, ne? Also wenn du nicht damit resonierst, dann ist es auch nicht für dich, dann guck dir das nächste an. Immer ist es halt nicht passend, ne? Macht ja auch nichts. So, dann starten wir mal und schauen wir mal. Wir haben ja hier als Hauptthema schon die Sense, die gefallen ist, ne? Das steht also hier einmal für die Erntekarte und einmal ja, für die Spontanität. Und da gucken wir jetzt mal, was sich hier zeigen will. Und zwar die erste Karte, die hier gefallen sind, sind die Wolken. Also wir haben noch ein bisschen die Unklarheiten da. Normalerweise sind die Wolken hier links und die dunkle Seite rechts. Also ich weiß es, von daher switcht das um, wer sich hier mit den Karten beschäftigt, ne? Ja, wir haben hier dann die dunkle Karte schon an die nächsten Karten angrenzen. Das heißt, es wird momentan noch etwas schwammig bleiben. Also er ist sich noch nicht so klar darüber, wie es jetzt weitergehen soll oder was er jetzt vorhat, aber wir schauen ja gleich. Unsicherheit zeigen sich natürlich durch die Wolken auch, ja, also da ist noch nicht so viel Stabilität da oder es sind halt aktuell vielleicht auch gerade noch mehrere Sachen dazugekommen. Wir schauen uns mal, was die nächste Karte dazu sagen will. Und hier haben wir das schlechte Omen. Jemand wird für Unruhe in deinem Leben sorgen. Pass bitte auf wen du dich einlässt. Ja, also ja, das haben wir ja schon so oft in den letzten Legungen auch gehabt, ne? Dass also immer wieder auch hier von außen ja, eingegriffen wird. Und hier möchte man natürlich wieder Unruhe in ihm sehen, ne? Je nachdem, in welcher Situation das er ist, das wirst du am besten wissen. Und ja, vielleicht hat er sich auch natürlich auf jemanden eingelassen, gerade für die, die hier vielleicht auf Dreierkonstellationen schauen, dass also dein Gegenüber hier sozusagen noch in einer anderen Partnerschaft sich befindet, ja, vielleicht auch da sich eingelassen hat und wie ich es ja schon des Öfteren in den letzten Legungen hatte, dass es nicht unbedingt so toll war, ja, also hier sehen wir auch wieder viele Unklarheiten, viel Unsicherheit, ja, alles so undurchsichtig, also hier ist momentan sehr viel Aufregung bei deinem Gegenüber. So, ich deute dann später eh nochmal im Kontext. So, dann haben wir hier das Gericht bekommen. Hier geht es also ja um Entscheidungen, um Gerechtigkeit, die auch walten soll. Und hier haben wir auch seine Gedanken. Das heißt also, er beschäftigt sich sehr, sehr stark damit, in diesem ja Szenario, wo er momentan sozusagen drinnen steckt. Er plant also hier auch was, ne? Er hat auch hier eine Dame im Kopf. Also es kann jetzt zum einen natürlich sein, dass man nachdenkt und sagt, okay, wie komme ich jetzt aus diesem Schlamassel, in den ich mich hier reinmanövriert habe, wieder raus? Oder was passiert jetzt hier daheim zum Beispiel? Oder es kann auch sein, dass er über dich nachdenkt. Also für alle, die wissen, dass hier keine andere Person dahinter steckt, dann ist es einfach so, dass man sagt, okay, er will also hier Gerechtigkeit, er will auch eine Entscheidung diesbezüglich oder dir bezüglich treffen, ne? Und da überlegt man und denkt man halt sehr viel nach. Und das passt auch mit den Wolken hier, dass man sagt, naja, er möchte halt einfach hier Entscheidungen treffen, um aus diesen Unklarheiten ja mehr oder weniger herauszukommen. Dass also sich hier einiges wieder aufklärt, ne? Aber man scheint ihm immer hier ein bisschen so die Steine in den Weg zu legen, ne? Dieses Einflussen oder Beeinflussung von außen. Dann haben wir hier Erzengel fürs Metatron. Da geht es also um diese Schmerzüberwindung, auch um Ordnung, ne? Also es muss Klarheit in diese Unklarheiten hineingebracht werden. Natürlich wird er sich mit der einen oder anderen Gewissensfrage hier natürlich auch auseinandersetzen müssen, ne? Je nachdem, was zwischen euch auch gelaufen ist, was er vielleicht auch getan hat. Na, also es ist hier schon so ein bisschen jetzt angesagt, Ordnung hineinzubringen, aber das sieht man schon, da macht er sich schon ordentlich Gedanken drüber, ja, was ist jetzt hier die richtige Entscheidung, dass auch Gerechtigkeit herrscht. Na, also er möchte da schon eine Art Ausgleich wieder schaffen. So, dann schauen wir uns mal die zweite Karte an. Das ist der Berg, ne? Da haben wir also hier schon die Blockade liegen. Es ist natürlich hier, der Berg ist für mich auch die Herausforderung, ja, das heißt, es ist schon sehr anstrengend momentan für ihn. Man sieht auch hier, dass es ihm da gefühls
mäßig nicht so sonderlich gut geht. Das heißt also, diese Unklarheiten machen es ihm natürlich noch schwieriger. Deswegen auch dieses Klären hier, was ja, wo er darüber nachdenkt, in welche Richtung man geht. Aber wie gesagt, sehr, sehr anstrengend, der Berg. Na, aber man hat ja hier auch immer zwei Möglichkeiten. Man kann also steil nach oben gehen, na, dann ist es anstrengend, oder man lässt sich Zeit und geht eben diesen ganzen Weg hier außen rum. Dann dauert es natürlich länger. Ist natürlich nicht so anstrengend, ist ein bisschen angenehmer. Na, das obliegt seiner, aber man sieht schon, dieser Einfluss von außen, diese ganzen Schwierigkeiten, die jetzt momentan dahin da sind, blockieren ihn auch natürlich ein Stück weit. Ne? Es kann auch ein bisschen diese Sturheit, die ich mit reinkriege, ne? Dieses, naja, innerlich sich noch ein bisschen dagegen wehren. Ne? Ich habe immer so ein bisschen so dieses Gefühl heute, naja, man wartet da einfach, ne? Vielleicht sitzt sich die Sache sozusagen von selber aus, aber das tut es nicht, und eigentlich weiß er das auch, dass er hier was in Ordnung bringen muss. Ne? Aber ist halt für ihn gerade nicht so einfach. So, dann haben wir hier den verlorenen Schlüssel. Ja, nichts tun und sich gehen lassen und einfach vergessen. Genau das Gegenteil wäre jetzt das Richtige. Schau hin, steh wieder auf und zeig es ihnen. Ja, also auch hier wieder leicht ja, der Hinweis, dass wir hier ja, Gegenwind haben, oder er hat Gegenwind. Und wie ich gerade eben sagte, ne, dieses Aussitzen und sowas, eher macht das nicht besser, aber da ist er schon auf dem Weg. Also zumindest hat er das schon ein Stück weit begriffen. Aber es ist natürlich, wenn man hier, man kennt das, glaube ich, von selbst oder von selber am Anfang, ne, wenn man Schwierigkeiten hat und sowas, neigt man oft dazu, mutlos zu sein und sich hinzusetzen und lieber über diese vergossene Milch zu weinen, als anstatt aufzustehen. Ne. Das braucht halt noch einen Moment. Also ich kenne das oft von mir selber, oder habe es von mir selber gekannt, dass man oft kurz mal zeitig da sitzt und sagt, es ist eigentlich eh alles für den Arsch, ne, so ungefähr. Aber der rappelt sich schon wieder auf. Also hier, wie gesagt, ist ja auch von den Karten der Rat, dass man sagt, so, steh wieder auf und zeige es ihnen, auch was, egal was hier für Schwierigkeiten sind oder welche Beeinflussung hier stattfindet. Hier haben wir die Ehestandskarte, da musste ich schon schmunzeln. Also es kann tatsächlich sein, dass dein Gegenüber hier ja in einer Partnerschaft sich befindet oder in einer festen Bindung. Vielleicht auch ist er verheiratet oder hat geheiratet. Ne? Das können alles solche Dinge sein. Also hier haben wir Verbindlichkeiten aller Art. Ja, das heißt aber auch genauso für die, die wissen, dass er nicht gebunden ist, dann steckt er hier in irgendwelchen Verbindlichkeiten fest. Ja, das kann was Familiäres sein, das kann was Berufliches sein, also alles, was halt momentan wieder wichtiger ist, ne? Wo er sich halt sehr, sehr schwer tut, da jetzt gerade noch herauszugehen. Ich nehme es aber eher so auch wieder die Beeinflussung von vielerlei anderer Leute, wer immer das auch ist, ja, dass man sagt, naja, man legt ihm absichtlich Steine in den Weg, damit er sich halt hier ja nicht verändern soll oder ja darf, ne, so ungefähr. Das hatte ich ja auch schon immer wieder in den Orakeln liegen. Themen wiederholen sich ein bisschen, aber dann zeigt das einfach nur, dass diese Sachen ja immer noch aktuell sind, ja, das ist halt eine schwierigere Partei, mit der wir es ja zu tun haben. Ne? Aber das macht nichts, sondern ich sage immer, lieber langsam diese Sachen angehen, aber auch vernünftig und geordnet und sauber auch abschließen, bevor hier ja, tauchen die wieder auf, ne? Und du stehst dann letztendlich da und siehst wieder, dass im Endeffekt nichts geklärt ist, in welcher Situation auch er hier stecken mag. Ne? Dann haben wir hier den Kompass bekommen. Das heißt, es geht also hier darum, dass man sich neu ausrichtet, dass man auch, ja, Meinungen ändert, seine eigene Meinung ändert zum Beispiel, ne, so ein bisschen so dieses Horizont erweitern, dass man sagt, naja, Moment mal, aber auch wenn ich hier in Verbindlichkeiten stecke oder wenn ich hier vielleicht in einer Ehe oder einer Partnerschaft bin, kann ich immer noch die Richtung wechseln. Ne? Um das geht es. Also man kann sich immer neu ausrichten. Das heißt nicht, aber vielleicht ist ja auch so ein Mensch, oder beziehungsweise hast du es vielleicht mit einem hier zu tun oder mit einer, ne, die halt sehr
verantwortungsbewusst ist. Ja, das hat also nicht sonderlich etwas mit Liebe zu tun, sondern dass man halt so erzogen worden ist, so ungefähr, wenn man in eine Partnerschaft oder eine Ehe eingeht, dann geht man da auch nicht mehr raus, sondern man hat da ja gewisse Verpflichtungen oder eine Verantwortung. Ne? Und das kann natürlich schon so eine Sache sein, die man immer wieder einredet, so ungefähr, na, jetzt hast du das schon gemacht, jetzt geht da auch kein Weg mehr raus, so ungefähr. Das ist aber alles Blödsinn, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, Moment mal, aber du kannst dich jeden Tag, jede Sekunde neu ausrichten, wenn du das möchtest. Ne? Also er muss hier ein bisschen so den Sinn seines Lebens finden. Dann haben wir hier den Schwimmer, das ist also gegen diesen Strom schwimmen. Ne? Also auch hier wieder, man versucht wirklich, ihm Steine in den Weg zu legen. Man möchte irgendwas nicht. Vielleicht war damals schon eure Beziehung nicht geduldet. Das hatte ich auch schon mal in einem Orakel liegen. Sogar in den Tagesimpulsen, glaube ich, hatte ich es die letzten Tage, wo das immer wieder aufgetreten ist, dass man sagt, naja, man möchte das nicht. Aber Leute, ich sag's euch, Liebe wird auch hier von außen nichts trennen. Das ist halt nun mal so. Klar, die Zeit, die dazwischen steckt, ist für keinen angenehm, ne? Weil man trotzdem immer ja unterbewusst wartet, ne? Also lasst das, geht da euren Weg weiter, es hilft nichts. Er muss hier seinen Lebensweg selber bestreiten, ne? Er muss also hier herausfinden, was für ihn richtig ist, ja, also den Sinn dahinter zu finden. Ja, und da wird es natürlich hier auch wieder anstrengend, weil er natürlich sich auch gegen den Strom bewegen muss. Das heißt, wenn es die Familie ist oder Freunde, Kollegen oder seine Partnerin, ne, dass man jetzt dann dagegen hält und sagt, naja, aber das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder so wollte ich es eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe mich da eher von anderen Personen leiten lassen, als auf mein Gefühl gehört. Ne? Wir haben auch da ein bisschen das Gefühlsszenario. Aber wir haben hier schon die schnellen Nachrichten. Das heißt, er ist in Bewegung, es ist Aktivität drinnen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass diese Blockaden, die wir hier noch haben, ja, jetzt schneller bearbeitet werden, weil wir hier auch ein schnelles Ereignis haben. Also das heißt, er ist schon hier auf dem Weg, wie gesagt, sich da raus zu boxen. Ne? Nachrichten sind ja auch unterwegs, die sind zwar momentan noch blockiert, das kann natürlich auch sein, dass er genau wegen diesem ganzen Szenario nicht mit dir reden konnte, ja, dass er... auch das ist ja von uns selber auch, dass wir oftmals einfach nicht reden wollen, weil wir so überfordert mit der Situation sind, ja, dass wir uns erstmal um uns selber kümmern müssen, bevor wir da im Außen etwas machen können. Aber man sieht schon, er ist schon in der Kommunikation drinnen. Also er probiert schon immer wieder, sag ich mal, dagegen anzugehen, ja, oder mal vielleicht auch hier auszusprechen. Ja, aber es ist halt noch wackelig, ne? Also es ist einfach, hat er da noch nicht so den wirklichen Weg gefunden, aber er ist hier an dieser Sache dran. Wie steht's immer in den Zeugnissen? Er war stets bemüht, ne? Aber es ist wirklich so, also er ist schon dran an dieser Sache. So. Dann haben wir hier die Eulen bekommen. Das ist also für mich hier auch so das mittlere Thema, na, Hauptthema ein bisschen, um was es geht. Und mit den Eulen sieht man halt schon wieder diese Geschwätzigkeit, na, dieses Getratschel, viel Stress und Hektik um ihn rum, na, auch Nervosität selber in ihm. Also er ist innerlich unruhig. Na, man sieht schon, passen tut hier wieder gar nichts. Natürlich haben wir hier auch die Kommunikationskarte. Na, also es wird schon viel geredet. Ich sage ja, er ist schon dabei, ja, vielleicht das ein oder andere Wort da hier zu erheben, ne, was er vielleicht jetzt all die Zeit eben nicht getan hat. Aber auch hier haben wir halt wieder so dieses Gerede überall. Ne? Das ist halt für ihn, ich glaube, dass er oder sie schon ein Mensch ist auch, der sehr viel auf das Außen Wert legt, ne, was also hier gesprochen wird und wie man über das Außen sozusagen auch dasteht. Ne? Das scheint also schon eine Thematik hier zu sein. Na, und da, das ist halt einfach auch dieses Thema, wo ich hier selber nicht weiterkomme, wenn ich ständig hier auf andere höre, was die da vielleicht jetzt darüber sagen, denken könnten oder was die da von mir halten, weil dann werde ich letztendlich wieder eben in diese Schiene hineinfallen, dass ich sage, naja, dann muss ich es halt ertragen, ja, aber dann darf ich auch nicht jammern oder schlecht drauf sein, sondern habe ich mich halt für das entschieden. So, jetzt schauen wir mal weiter, was haben wir hier noch? Ich sehe dich. Ja, du ahnst es zwar nicht, aber jemand hat ein Auge auf dich geworfen, beziehungsweise nie aufgehört, dich zu
zu beobachten. Ja? Also da haben wir auch wieder mehrere Szenarien hier. Zum einen natürlich wird er dich mit Sicherheit beobachten, was du so machst. Ja, also würde ich jetzt mal sagen, egal wie viel Abstand da schon zwischen euch ist oder wie lange ihr euch nicht gehört hat, aber irgendwo hat man immer ein Stück weit ein Auge auf dich, ja, was du tust und was du machst oder wo du dich vielleicht auch gerade aufhältst. Aber er selber wird hier auch beobachtet. Ne? Also er ist nicht frei in dem Sinne, sondern man schaut schon ganz genau, was er macht. Ja, und das liegt hier eben an diesen Verbindlichkeiten. Es kann natürlich auch sein, dass er hier eine Partnerin hat, die ihn schon gut unter Kontrolle hat, ja, die also sehr dominant ist. Es würde dann wieder auch das Mutterthema in dem Sinne spiegeln. Ja, die ihm schon sagt, wo es hier lang geht. Ne? Also die auch, ja, oder diese Leute, sagen wir jetzt mal, ich möchte die auf eine Person jetzt halten. Ne? Aber man schaut schon, dass er hier klein gehalten wird, ja, dass er nicht ausbricht oder sonstige blöde Ideen kommt, sondern man schaut schon ganz genau seine Schritte an und man beeinflusst ihn natürlich auch immer auf diesem Wege. Ne? Aber wie gesagt, der hat hier nicht aufgehört, auch dich zu beobachten. Also der guckt schon. Dann haben wir hier den Diebstahl. Hier geht es also um Verlust von Geld, Materialien, Partner, Freunde. Und wir haben hier die Verzweiflung, ne? Sorgen, Probleme, Kummer, negative Denkweise, die Zweifel. Ja, klar beobachtet man dich. Du bist also hier ja in den Verlust gegangen. Ich denke, dass du dich auch wahrscheinlich hier von ihm jetzt abgewandt hast, habe hier ein bisschen so den Eindruck, dass es hier um eine Gruppe geht, die schon länger keinen Kontakt mehr hat. Ne? Also so wirklich, dass man sagt, man hat sich einfach umgedreht und ist weitergegangen. Und da haben wir natürlich auch hier die Zweiflung bei ihm, dass man sagt, naja, hat das dann überhaupt irgendwie noch eine Chance? Ne? Weil im Endeffekt habe ich alles verloren. Ja? Jetzt nochmal, also darum beobachtet er dich auch und schaut, hast du vielleicht schon einen anderen Partner oder was sind deine Lebensumstände so ungefähr? Ne? Also er hat hier schon sehr viel Zweifel oder Sorgen, dass das vielleicht auch gar nicht mehr klappen könnte zwischen euch. Ja? Dann haben wir natürlich hier noch ein Szenario, dass man sagt, aha, also hier geht es anscheinend auch gerade um materielle Verluste. Das heißt, gerade wenn er hier aus einer Partnerschaft sich befreien möchte, ne, oder da wieder raus möchte, vielleicht noch Kinder da sind, wie auch immer, dann wird es natürlich jetzt hier nicht so einfach. Ne? Das ist auch eine Sache, die ihn anscheinend hier auch sehr, sehr beschäftigt. Vielleicht auch gewisse Dinge nicht zu verlieren. Hatte ich auch schon in anderen Orakeln, wo ich immer gesagt habe, naja, vielleicht erbt man hier was oder soll man was erben. Na, die Eltern hier, das würde zum Beispiel für die Familie, für die Eltern auch stehen. Oder andere Personen, die dann sagen, ja, also okay, wenn du das machst, also so hier rausgehst, dann werden wir dich enterben oder dann verlierst du alles. Und das ist natürlich auch für ihn hier ein Thema gewesen oder ist es noch. Ne? Also er scheint auch ein sehr finanzieller, materieller Mensch zu sein. Also zumindest auf dieses... ja, die Sicherheit, ne, viel, viel Wert zu legen. Und das ist halt schon so eine Sache, die ihn momentan auch ein bisschen zerreißt. Ne? Also zum einen natürlich, ob das mit dir überhaupt nochmal irgendwie klappen könnte, weil na, er hat es halt hier vergeigt, so ungefähr. Ne? Er hat halt vielleicht viel, vielleicht hat er, war das auch damals ein Thema zwischen euch, dass es hier um finanzielle, materielle Sachen gegangen ist, ja, wo er letztendlich aber auch keinen Blumentopf damit gewonnen hat, sondern ja, dich verloren hat. Dann haben wir nämlich hier den Engel der inneren Einkehr. Das heißt also, auch hier geht es wieder um dieses Gedankenordnen. Ne? Also wir haben viel Ordnung, die jetzt rein muss, dass man hier auch mal den Blickwinkel ändert, dass man sagt, naja, eigentlich hatte ich hier die Liebe meines Lebens so ungefähr, ne? Und habe es halt jetzt hier vergeigt, weil ich mehr auf materielles, finanzielles Wert gelegt habe. Vielleicht ist auch diese Partnerin, die er hat, ja, da sehr vermögend, ja, oder da hat er sich vielleicht auch irgendwas rausgesehen, möglich, ja, ich habe hier immer ein bisschen so dieses mehr auf das Wert gelegt, als auf Liebe und Gefühle, ne, und da geht es auch wieder erstmal hier das zu sortieren, also seinen Blickwinkel hier zu ändern und wir haben hier den Strand, das heißt, es geht also hier ein bisschen Entspannung reinzubringen, ne, also, weil solange ich in dieser Energie bin, dass ich also hier eine negative Denkweise habe und eher wieder im Mangel unterwegs bin, wie ich schon vorher sagte, dann geht da nichts vorwärts, ja. Aber es ist natürlich auch wieder hier die Beeinflussung von außen, wo man ihm natürlich dann auch
diese Worte in den Mund legt sozusagen. Ne? Also man beeinflusst ihn schon so ungefähr, na ja, schau mal, was du jetzt alles hast. Willst du das wirklich alles sausen lassen? Ne? Jetzt bist du finanziell abgesichert, jetzt hast du ein Haus, jetzt hast du das oder was weiß ich. Ja, ja, aber gegen ein Gefühl kommt man halt nicht an. Also da wird auch dieses materielle, finanzielle nichts bringen. Und man sieht ja schon, na, da hast du dich wahrscheinlich auch abgewendet und das ist jetzt auch so ein bisschen die Verzweiflung, wo man sagt, naja, die konnte ich also hier nicht beeindrucken mit dem, na, und jetzt ist er vielleicht komplett weg. Also hier muss er ordnen und vielleicht würde auch mal ein Urlaub nicht schaden. Es kann natürlich auch sein, dass er in den Urlaub fährt, ja, vielleicht auch hier zu den Eltern und sich da ausheult, ne, dass man sagt, naja, man hat da eigentlich einen falschen Weg eingeschlagen und so weiter, ne, dass man da vielleicht auch miteinander redet, das kann gut doch sein, weil wir ja auch die Kommunikation haben. Der beste Fall wäre natürlich, ne, wenn er jetzt auf dich zukommt und sagt, komm, ich muss mit dir reden, lass uns mal ein paar Tage wegfahren oder mach mal irgendeinen Ausflug oder sowas, ne? Dass man also da diese Sachen hier ordnet. Aber für ihn an sich geht es halt da mal ein bisschen Entspannung in diese Sache reinzubringen, weil sonst fließt hier nichts, ne? So. Ja, dann haben wir hier den Reiter, den hatten wir vorher auch schon hier mit den schnellen Nachrichten. Ne? Also er ist schon in Bewegung, also hier haben wir auch die Nachrichten liegen oder zumindest, dass man sich jetzt auch hier auf das schöne Pferd draufsetzt und sagt, hoppidi-hopp und losgeritten. Na, also hier ist schon Bewegung drin, schauen wir mal weiter. Dann haben wir den Erdbeerstrand. Dieser Sommer wird der beste deines Lebens. Du fühlst dich wie um 10 Jahre verjüngt. Eine alte Bekanntschaft meldet sich außerdem wieder. ja, es kann natürlich jetzt bis zum nächsten Sommer dauern. Ja, für mich ist der Sommer ab da, wann es anfängt warm zu werden, also die warme Jahreszeit. Mal hoffen mal nicht, weil der Reiter ist eigentlich relativ schnell unterwegs. Ja, das könnte schon innerhalb weniger Tage, sage ich mal, bis maximal 2 Wochen sein. Aber ihr wisst ja immer, nee, haltet euch nicht so sehr an den Zeittendenzen fest, weil Zeit relativ ist. Aber was ich hier mit der Karte halt wahrnehme, ist, dass man einfach sich wieder melden wird. Ja, eine alte Bekanntschaft meldet sich außerdem wieder. Also das heißt, er wird auf dich zukommen. Ja, du kennst ihn ja schon. Es kann tatsächlich jetzt zwar bis zum Sommer noch dauern, ne, bis er den Wulst hier rübergebracht hat. Da wir hier aber die Sense haben, kann das relativ spontan auch sein. Ne? Der Reiter ist auch eine sehr schnelle Karte, aber hier wird sich jemand wieder mit dir in Verbindung setzen und wir haben hier viel Geld gewinnen. Na, es geht also hier auch wieder um finanzielle Angelegenheiten. Schauen wir mal, was haben wir noch? Und die fernen Horizonte, ja, Wünsche, Träume und Hoffnungen. Also ich nehme das jetzt nicht so sehr auf das Geld hier wahr, sondern dass man sagt, man möchte dich einfach wieder gewinnen. Ja, man möchte dich für sich gewinnen. Ja, man möchte hier diese Wünsche, Träume und Hoffnungen, die man mal hatte, jetzt auch wieder in die Tat umsetzen. Na, also man weiß letztendlich jetzt, was man möchte. Oder zumindest wird es kommen, ja. Und dass man da wirklich auf dich zukommt und sagt, so, ich habe den Wunsch, mit dir zusammen sein. Das ist immer schon mein Traum gewesen. Ja, ich habe hier Pläne, die wir schmieden, damit wir hier gemeinsam halt auch zusammen weitergehen. Ne? Und aber auch für ihn selber. Er ist hier sehr, sehr stark in Bewegung, eben genau das umzusetzen. Natürlich möchte er hier zwar finanziell abgesichert sein. Ich denke, dass er das aber auch hinkriegt. Ja, also dass er finanzielle Angelegenheiten hier auch zum Positiven wenden wird. Also egal, in was er drinsteckt, dass er letztendlich das so hinbekommt, dass es auch für ihn passend ist. Und wir haben hier das Roulette. Das heißt, ja, muss man halt mal ein Risiko eingehen, ja, und sein Glück herausfordern. Ist eine 50-50 Chance, ganz klar. Weil wenn er auf dich zukommt, es kann sein, dass du sagst, nö, also das ist jetzt hier für mich abgeschlossen, ne? Dann ist es so. Oder er hat halt, er gewinnt halt hier, ne? Dass er sagt, er gewinnt dich für sich und kann dich hier von diesen Sachen begeistern, ja, da muss er mutig sein und wir haben hier die Zwillingsflammen, weil es hier eigentlich um eine feste Partnerschaft geht, ja, also hier gleich und gleich gesellt sich gern natürlich auch immer die gleichen Themen, die euch natürlich auch spiegeln, das ist ganz klar, aber hier
den Mut aufzubringen und zu sagen, hey, ich will mit dir in eine feste Partnerschaft, ich weiß, was jetzt hier war, ich weiß, was ich getan habe, ich will das alles nicht, ne? Ich habe Pläne hier, ich habe Hoffnung, ich habe Wünsche mit dir, ne? Ich will das alles umsetzen. Also da ist er schon dabei. Und ja, na, 50-50. Da kann man jetzt, weil es obliegt ja immer auch noch deiner eigenen Entscheidung, aber den Mut wird er aufbringen, da hier auf dich zuzukommen und dir das vorzuschlagen. Gut, na, was du draus machst, wie gesagt, deine Entscheidung. So, dann gucken wir uns die letzte Karte an. Da haben wir hier das Haus. Also so, geht hier um Stabilität und wieder um das Thema Sicherheit, Familie. Ja, das ist also schon ein gesundes, schönes Fundament, was man erschaffen will. Wenn man uns das mal hier jetzt in den im Kontext anschauen, ne? Dann haben wir hier momentan zwar noch Unklarheiten und Blockaden liegen, ja, weil hier noch viel Aufregung und Getratsche da ist, aber man geht jetzt schon in die Kommunikation und das kann wirklich sein, dass der plötzlich bei dir jetzt da vorm Haus steht, also ja, ihr wisst ja immer nicht direkt vorm Haus steht, aber vielleicht halt hier eine Nachricht reinflattert, wo du halt wohnst. Ich meine, kann natürlich für ein Paar wirklich sein, dass der plötzlich wirklich vor deiner Tür steht und klingelt und sagt, hallo, da bin ich jetzt, ne? So ungefähr. Aber ich glaube eher, es ist so ein bisschen dieses, ja, Aufbauen jetzt, annähern, ne? Dass man sich also einfach auch mal wieder meldet, den Mut halt einfach für die Kommunikation aufbringt, um das Ganze wieder ein bisschen mehr zu stabilisieren zwischen euch, ne? Dann haben wir hier die Ruhezone bekommen. Alles ist gut, entspann dich, lehn dich zurück und lass das Universum seine Arbeit machen. Spüre in dich hinein, es herrscht jetzt Frieden. Ja, und genau das ist er. Er will Frieden, er will Harmonie, er will Stabilität, er will also hier im Endeffekt wieder was aufbauen, ne? Dass also wieder alles gut ist, dass sich wieder alles entspannen kann. Aber das Universum hat oder trägt natürlich auch seine Sachen dazu bei. Also es ist auch für ihn dann, ja, wenn er das gemacht hat, ich kriege so ein bisschen rein, vielleicht nicht zu vorschnell vorpreschen, ne? Also für die Männer, die wir hier zugucken, die sich hier wiederfinden, ne? Ruhe. Ja, also erstmal anfragen, erstmal schauen, dass sich das ein bisschen stabilisiert, also nicht mit der Tür gleich ins Haus fallen, ja, sondern erstmal versuchen, da wieder etwas Entspannung, Ruhe reinzubringen, ja, egal um was es da bei euch mehr oder weniger gegangen ist. Dann haben wir hier zu hohen Ehren bekommen, ne? Das geht also hier schon um den Erfolg, den man einfahren will. Und hier haben wir das kleine Kind, ja, dass man also hier sagt, ein positives Ereignis soll sich jetzt manifestieren. Hier haben wir Neuigkeiten, hier haben wir eine Überraschung. Ja, vielleicht war das Thema vielleicht zwischen euch mal ein Kinderwunsch, ja, den er hatte und du wolltest ihn vielleicht noch nicht umsetzen. Dass man jetzt, na, deswegen habe ich gesagt, vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und wieder mit dem Thema daherkommen, sondern erstmal ja, es stabil machen, so kriege ich das hier als Energie rein. Aber wir haben hier eine Überraschung. Ich sage ja, also wenn, dann steht der plötzlich mal da, ne? Und wird hier mit dir versuchen, reden zu wollen, dir vielleicht auch verschiedene Dinge erklären wollen, was hier in der Vergangenheit gelaufen ist, ja, mit den Neuigkeiten. Aber es wird auf alle Fälle eine sehr positive Überraschung für dich sein. So, dann haben wir hier das Lampenfieber. Na, das ist also noch dieses, muss man über seinen Schatten springen? Ja, also da ist richtig Herzklopfen auch dabei. Und das kann natürlich sein, dass er hier eben dir auch erklärt, dass er viele Dinge einfach immer aufgeschoben hat, dass es an seinem mangelnden Selbstvertrauen gelegen hat, ne, dass das jetzt eigentlich nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Und hier haben wir die Orgonitkreuze, hier geht es also um eine Blockaden- oder Karma-Auflösung. Aber wenn er das macht jetzt, dass er hier über seinen Schatten springt und wirklich auf dich zugeht, dann kann er hier zumindest für sich selber eine Blockade oder ein Karma auflösen. Ich meine, wenn du natürlich sagst, okay, nee, das war mir jetzt einfach zu lange und der ganze Schmalz hier und so weiter, lass mal es lieber. Ja, dann ist das so, auch da muss er mit dem zurechtkommen. Aber schon alleine, dass er hier den Mut aufbringt, stärkt ihn natürlich auch wieder, ne, macht ihn wieder ein bisschen stabiler auch in sich. Also auch wenn du vielleicht dann in dem Sinne nur die sozusagen die Lernpartnerin warst, dann macht das nichts. Na, das wird, wie gesagt, deine Entscheidung sein, aber ihn stärkt es oder ja, macht es natürlich wieder auch ein Stück weit reifer. So, was haben wir hier jetzt
Da haben wir das Klippenmädchen. Dein Leben war bisher eine Gratwanderung. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Jetzt darfst auch du endlich einmal glücklich werden. Ja, und das gilt halt letztendlich für euch beide. Dass man sagt, du kehrst diesem ganzen alten Schmalz hier raus und in Neues und Stabiles rein. Ne? Da wird man zu hohen Ehren kommen, wie natürlich das Ganze jetzt für ihn ausgeht. Obliegt deiner. Ne? Aber letztendlich wird er trotzdem zu hohen Ehren kommen, dass man sagt, okay, dann kann aber er für sich einen Neubeginn starten und du kannst auch für dich einen stabilen Neubeginn starten. Ne? Also da gewinnt in dem Falle dann jeder eigentlich, müsste man so sagen. Ne? Dann haben wir hier die Orgonit-Obelisken. Also hier eine Klärung von Fremdenergien. Ich sage ja, es fällt immer wieder rein. Ne? Das muss jetzt erstmal raus, dass er also sozusagen wirklich von sich aus hier in die Aktivität auch kommt. Ne? Dass da alles eher hinter sich lässt. Reiter reitet auch schon hier raus aus der ganzen Geschichte, ne? Wirklich nach seinem Gefühl, nach seinem Herzen entscheidet und dann ist es eigentlich wurscht, was andere sagen, ja? Und das ist halt noch sein Thema, was er stabilisieren möchte, ne? Und ja, vielleicht halt jetzt erstmal mit den ersten Gesprächen, natürlich wirst du da auch nicht gleich drauf einsteigen, das ist klar, also da würde ich euch auch erstmal raten, das Ganze zu beobachten, aber wir haben hier auch unterm Deck das große Glück. Also auch hier kündigen sich glückliche Zeiten an, eine positive Wende, ja, irgendwas, was man hier auch in den Erfolg bringt. Ja, also eigentlich eine sehr schöne Legung, muss ich sagen. Es ist also hier was auf dem Weg. Hier haben wir die Sense, ne? Das ist also die Erntekarte. Ich sage ja, also überall liegt eigentlich hier Glückskarten rum. Hier haben wir schon viel Geld gewinnen, zu hohen Ehren kommen, großes Glück hier mit dem Klippenmädchen, auch dass sich da alles zum Besten wendet wird. Also es ist wirklich jetzt Zeit, die Ernte einzufahren. Na, hier haben wir den Sarg, dass man sagt, hier geht es in die Transformation, in einen Abschluss. Ja, man schließt also was ab. Und hier haben wir schon die Nachrichten hier liegend, na, dass man auch hier wieder mit dem Bären den Mut aufbringt. Hier vielleicht auch noch diese Trennung zu der Dame. Wir haben hier Turm und Schlange, dass man sagt, ja, man nimmt sich vielleicht aber auch hier einen Anwalt. Also für die Dreierkonstellationen würde ich gerade sagen, hier ist plötzlich wirklich ein Ende drinnen. Ja, das wird man auch kommunizieren. Vielleicht hier mit den Bären zusammen, dass man sich auch einen Anwalt nimmt oder mit Mutter, Vater darüber spricht, wie man jetzt das Ganze hier raus bringt. Ja, hier haben wir schon den Turm mit der Schlange liegen. Das heißt also, hier wird entweder ist eine Scheidung angesagt oder eine Trennung angesagt, wie auch immer. Na? Also über einen längeren Weg hier innerhalb eines Jahres. Der Baum ist immer innerhalb eines Jahres. Wächst hier was, es kommt Klarheit rein. Und da haben wir auch das Schicksalskreuz mit dem Kind, dass es also schicksalhaft einen Neubeginn geben wird. Ja, mit Sicherheit sogar, weil wir hier den Schlüssel liegen haben. Für alle anderen, die jetzt wissen, okay, da ist jetzt keine andere Person, dann ist es einfach nur die Beendigung hier von Verstrickungen und Abhängigkeiten, dass man sich auch da vielleicht ja einen Anwalt nimmt oder andere Hilfe sucht, ja, wo man dann in Kommunikation geht, dass man sagt, okay, man schließt das dann auch plötzlich ab. Ne? Also das wird schneller gehen, als du denkst. Also da passt das auch wieder hier zu den Karten, die rausgefallen ist, dass man schon sieht, dass er hier in Bewegung ist, dass er aktiv ist, dass er also was ja, reißen will und letztendlich auf dich zukommt hier. Jo. Sehr schönes Orakel, hat mir auch gefallen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ne? Wie gesagt, speichert das immer ab. Es kann einfach noch eine Zeit lang dauern, aber ich habe jetzt sehr viele Nachrichten bekommen. Herzlichen Dank auch nochmal, die mich angeschrieben haben, dass jetzt ja bei ganz vielen eigentlich die Sachen eintreffen, die ich Anfang des Jahres schon gelegt habe. Also ihr seht, die Zeitspannen sind da unterschiedlich. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, ne, dass das ein oder andere jetzt tatsächlich so passiert ist, wie ich es gelegt habe. Es war aber erst vor ein paar Wochen, wann war das? Also na, es kann unterschiedlich sein, Monate, Wochen, Tage, kann relativ zackig gehen. Bei anderen kann es Jahre dauern. Ich sage immer dazu, Kartenlegungen haben eine Zeittendenz von 6 bis 12 Monaten, wobei ich euch sagen muss, ja, Kleinigkeiten werden mit Sicherheit da relativ schnell eintreffen. Nur auf die Sachen, die man wartet, die werden sich Zeit lassen, weil dieses Warten dahinter steckt. Und was ich jetzt mitbekommen habe, auch von ganz vielen Kundinnen, die schon ja Jahre bei mir sich Karten legen lassen, dass sie sagen, hey, ich habe
hier gesehen, ne, das hast du mal vor Jahren gelegt und jetzt ist es eingetroffen. Aber genauso wie du es gesagt hast, ja, ich kann es ja nicht ändern, ja, was soll ich machen? Ich kann ja die Zeit auch nicht beschleunigen hier. Wenn die göttliche Welt sagt, jetzt ist es soweit, dann ist es soweit, ja. Und dann kommen die Dinge auch. Aber was mich halt immer wieder auch in den Karten legen bestätigt, ne, wenn ich dann immer wieder dasselbe rauslege, wird auch eine Dame zu mir gesagt hat, jetzt lasse ich mir schon 2 Jahre die Karten legen, du sagst mir immer dasselbe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weil es noch nicht eingetroffen ist und deswegen liegt es auch immer. Und was ich halt super schön fand, dass sie mich, ich glaube, es war vor ein paar Tagen, ja, kurz eine Sprachmemo geschickt hat, wenn du mir hier zuschaust, dann weißt du, von wem ich rede, dass halt genau jetzt nach 2 Jahren, genau das so eingetroffen ist, wie ich es gesagt habe. Ja, also man sieht, dann dauert es halt 2 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, ich weiß es nicht. Ja, auch wie gesagt, auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach 7 Jahren mal jemand vor meiner Tür gestanden ist. Ja, 7 Jahre. Ne? Also von daher, ich bin momentan so, dass ich sage, nichts ist unmöglich. Ja, und das Wörtchen nie nehme ich auch nicht mehr in den Mund, sondern es kann jederzeit so sein. Also wie gesagt, lebt euer Leben, seid glücklich, macht das, worauf ihr Lust habt, ne? Und schaut, dass es euch gut geht und lasst das hier einfach mal laufen, ne? Wenn man es loslässt oder wenn man manchmal gar nicht mehr daran denkt, dann stehen die plötzlich wieder da. Ja, das ist, also, es ist wirklich so. Bei mir war es auch so. Ich habe mich dann gar nicht mehr mit dieser Sache großartig beschäftigt. Verfolgt hat es mich immer zwar manchmal, aber und plötzlich kam es von selbst. Ja, das ist einfach, wenn man sagt, diesen Ballon dann wirklich letztendlich mit seinen Wünschen hier fließen lässt, oder fliegen lässt, na, dass dann auch dran gearbeitet werden kann. Also loslassen ist einfach nur Annahme und Akzeptanz der ganzen Sache und ja, lasst es einfach fliegen. Die göttliche Welt macht das schon. Bei ihm ist es dasselbe. Auch hier wird sich die göttliche Welt hier oder das Universum einschalten. Ja, meine Lieben, so, das war es auch heute schon wieder. Freue mich auf eure Kommentare. Ne? Und ja, wir hören uns dann demnächst mit einem neuen Orakel. Ich drücke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Melanie.